Es ist jetzt schon ein bisschen schräg hier. Erinnert ihr euch vielleicht, Ende der letzten Folge hatten wir richtig lange darüber debattiert, welchen Effekt diese Wurmlöcher haben, die wir jetzt durch eine Technologie entdeckt haben und die neue Sternenbahnen freischalten zwischen den Systemen auf der Karte. Willkommen, liebe Zuschauer, beim Let's Play mit Endless Space 2. Darüber hatten wir lange diskutiert und uns dann geärgert, dass es allerdings anscheinend, oder besser gesagt scheinbar, nicht dazu führt, es bestimmte Systeme, die so ganz, ganz knapp zu weit weg waren bislang zu unseren Startsystemen, um direkt umrankt zu werden, dass sie irgendwie früher erreichbar werden. Jetzt stellen wir aber fest, IRAS 04395, das Paradebeispiel Ende der letzten Folge, war total frustriert war, dass wir jetzt dieses Wurmloch hier haben und trotzdem keine Umrankung möglich ist, dass es jetzt hier plötzlich angezeigt wird. Und was haben wir gemacht, Nosferatil? Wir haben einfach eine kleine Aufnahme, eine Pause gehabt zwischen unseren Aufnahmesessions. Ein paar Tage später treffen wir uns jetzt wieder, laden das Safe und zack, heile Welt. Nun ja. Die heile Welt ist die Frage nur, ist es ein Anzeigefehler gewesen? Also hätten wir es auch verwurzeln können, obwohl es nicht angezeigt wurde? Oder wäre es in einer Runde, wenn wir die beendet hätten, dann aktualisiert worden, sodass es funktioniert hätte? Oder wäre es gar nicht gegangen, außer wir hätten es neu geladen? Ich kann es natürlich nicht wissen, welche von diesen drei Versionen zustimmen, aber solche Dinge finde ich immer dann wieder, ja, die stoßen mich ein wenig vom Kopf. Es ist auf jeden Fall seltsam. Es ist ein Bug. Wie groß der ist, wie schwer, das wissen wir nicht. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen sollten, sind noch ein weiteres Rankenschiff bauen. Für dieses kleine Schiffchen. Das ziehe ich mal hier hin, vor die Kolonie. Eins davor. Können wir das nicht einfach in einer anderen Kolonie bauen? Ich meine, wir haben ja jetzt genügend rumrein. Wir müssen es doch nicht gleich in unserem Hauptplaneten bauen. Können wir auch machen. Schauen wir mal, vielleicht sogar direkt hinter Lita. Oder wir kaufen das sogar, wobei du ja mittlerweile das alles reservieren möchtest für die Handelskompanien. Hier hin und wieder bin ich auch noch für... es würde vier Runden hier drin dauern. Das ist nicht so schön. Aber das zweitstärkste System, was wir haben, ist ja noch im Westen Zerinter, was auch fast direkt nah dran ist. Zirkini, genau. Dann wollen wir das mal hier bauen. Obwohl jetzt drei oder vier Runden, was soll's. Ziehen wir es hierhin vor. Eine Runde. Ach so, sorry. Ja. Alles klar. Dann lass uns das so machen. Damit bin ich jetzt mal einverstanden. Das ist gut. Und es gibt jede Menge Quests vorzulesen. Zuerst einmal ist diese hier abgeschlossen. Die lese ich euch jetzt nicht nochmal komplett vor. Jedenfalls haben wir es erreicht, sehr viel Druck aufzubauen bei einem anderen Imperium bekommen zur Belohnung. Den Gewahrsam des Herzens, ein neues Defensivmodul, das unseren Schiffen zur Verfügung steht. Feine Geschichte. Und dann haben wir jetzt neu diese Quest hier. Kapitel 4, Herz und Verstand. Das ist unsere Fraktionsquest, wenn ich das richtig sehe. Genau. Es mag Ketzerei sein oder Wahnsinn, aber ich will mehr über die Natur und die Macht des Herzens erfahren. Ich will verstehen, was es zu sagen versucht. Ich bin davon überzeugt, dass hierzu ein gründliches Studium unserer Vergangenheit mit den neuen Werkzeugen der Gegenwart vonnöten ist. Malaza behauptet, es handle sich bei dem Herzen um einen lebendigen Geist, der älter ist als die Endless und der seit der Geburt der Ungefallenen über uns wacht. Atelata hingegen bezeichnet das Herz als eine künstliche Urintelligenz, die im mechanischen Kern des Planeten gefangen ist. Ein Kern, dessen Existenz erst vor kurzem von Wissenschaftlern der kleinen blauen Racker der Sophon bestätigt wurde. Und ich wünschte, das Herz wäre ein Hort des Wissens. Gott. Ein verlässlicher Verbündeter in schweren Zeiten. Aber die Krücke der Religion wurde mir entrissen und ich glaube nun nicht mehr daran, dass das Herz etwas Mystisches ist. Aber es existiert auch nicht nur in unserer Vorstellung. Es ist da, es schlägt, es flüstert. Aber wir wissen nicht, ob es eine Manifestation des kollektiven Bewusstseins der Ungefallenen ist oder ob es sich um eine fremdartige Lebensform handelt. Wir sind uns jedoch alle einig, bevor wir die Antwort nicht wissen, wissen wir nicht, wer wir sind und was unser Schicksal ist. Ist das Herz Geist oder Technologie? Sind wir Licht oder sind wir Feuer? Sind wir Feuer oder sind wir Licht? Wenn wir daran glauben wollen, dass wir Licht sind, dann müssen wir den Planeten Herzfeuer 2
mit Hilfe von Terraforming in einen Dschungel- oder Lavaplaneten umwandeln. Wenn wir glauben, wir wären Feuer, dann müssen wir einfach nur die vierte Stufe in einem der Quadranten des Technologiebaums packen. Das werden wir wahrscheinlich sehr, sehr bald ohnehin geschafft haben. Da bekommen wir als Belohnung kaltes Terraforming und einen noch englischen Tooltip. Der muss auch noch repariert werden hier. Eine Verbesserung für die Imperien, das heißt ein neues Bauprojekt, das möglich wäre, ne? Das bedeutet, dass man direkt Planeten über mehrere Stufen, die man überspringt, in Waldplaneten umwandeln kann. Und sowohl vom Feuer als auch vom Licht ist die Belohnung, dass man verschiedene Arten von Planeten mit Überspringen schnell umformen kann. Also entweder Lava, Asche und Wüste, das sind dann das heiße Terraforming, oder Ödland, Schnee und Arktis, das ist dann das kalte Terraforming. Beide sind, glaube ich, auch über den Technologiebaum erforschbar. Es geht nur darum, was wir jetzt kürzer und schneller bekommen, sofort, ne? Naja, du würdest normalerweise dann einen Lavaplaneten erst in einen Ascheplaneten umwandeln, dann in einen Wüstenplaneten, dann in eine Savanne, dann in irgend sowas wie mediterran und dann in einen Wald. Also du müsstest 5 Stufen oder 6 Stufen gehen, bevor du da ankommst. Hier kannst du es in einer Stufe machen. Und dieses heiße Terraforming, das ist die Frage, auch über den Tech-Baum erforschbar? Oder ist das nur hier als Belohnung möglich, dass man das bekommen kann über eine Quest? Das ist nur als Belohnung möglich, das ist nicht erforschbar. Verstehe. Ja, dann ist das schon eine wichtige Sache. Dann sollten wir das vielleicht davon abhängig machen, wie viele auf eher kalte oder eher heiße Planeten haben. Wobei ich den Eindruck habe, das gleicht sich ziemlich gut aus, oder? Ich glaube, es gleicht sich ziemlich gut aus und das Feuer haben wir, glaube ich, sogar schon erfüllt. Also bin ich schon dafür, dass wir Feuer wählen. Feuer. Und? Unten, ganz unten runter gescrollt wäre was gewesen. Okay, fein, mach weiter. Das war schon erfüllt? Nein, ne? Oder doch? Nein. Das wird, wenn, dann erst nach dem Rundenende überhaupt überprüft. Und eine neue Quest ist gestartet. Dust zu Meerstaub. Die friedliebenderen Imperien planen Verhandlungen über ein galaktisches Handelsabkommen. Cool. Von dem alle Beteiligten profitieren würden und hoffentlich wir erst recht. Allerdings ist die wirtschaftliche Infrastruktur der Galaxie einem solchen Projekt noch nicht ganz gewachsen. Unser Job wäre, mit anderen Imperien zusammenzuarbeiten, um für alle Gutes zu stiften. Das heißt quasi die Anti-Trump-Agenda. Das heißt, wir schauen bei der Kooperation intergalaktisch, schauen wir nicht auf den eigenen Profit und den eigenen Nutzen kurzfristig, sondern sind durchaus auch bereit, anderen Gutes zu tun. Und das würde bedeuten, dass die Teilnehmer hier, alle Imperien, was müssen wir denn machen, um diese Belohnung zu bekommen? Hier. Also alle, der gesamte Menge an das, die Universum produziert wird pro Runde, muss 5732 mindestens erreichen. Das heißt, die muss sich verdoppeln. Dann wird das Imperium, was den größten Anteil daran hat, am meisten belohnt. Das zweitgrößte wird etwas weiter belohnt, das drittgrößte noch ein bisschen. Also wenn ich mir die Anzeige hier anschaue und richtig verstehe, dann sind das 2863, das die im Augenblick von allen Imperien in der ganzen Galaxie an Plus erwirtschaftet wird pro Runde. Und wir alleine, schaut mal links oben, wir holen schon die Hälfte davon, nämlich etwa 1300. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist verflixt hoch. Da steht jetzt auch im Tooltip, dass wir den Preis Nummer 1 abräumen werden. Oh ja. Was bedeutet dieses Zeichen vor den 75, dieses Weiße? Das ist die Luxusressource Yadonix. Ah, cool. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Dann nehmen wir das natürlich an, geht auch gar nicht anders und sind mal gespannt. Ziehen alle unsere Schiffchen und haben leider eine Schlacht. In Kais, ouch. Ich bin ausnahmsweise mal für den Rückzug. Ja, tapfer gekämpft. Wir sind doch Pazifisten. Wir können uns immer damit rausreden, dass wir eigentlich so friedlich sind, dass wir keine Kämpfe haben wollen. Ganz genau so ist es. Das ist unser Schiffchen, das flüchtet jetzt zurück von Kais nach hier oben hin. In Kais selber, ihr erinnert euch, haben wir diese Quest angenommen, um die zu uns rüber zu ziehen. Und dafür mussten wir was nochmal machen? Hilfe mal auf die Sprünge.
Lass uns mal unser Job Sirius umranken, oder? Du hättest Kelch drücken können, direkt in Kais im Bildschirm drin, dann würdest du es wieder wissen. Ganz viele Gebäude errichten, das haben wir bald. 14 von 27 Benötigten. Und dann verschwinden die Piraten hier ganz von alleine. Auch ohne das. Nein, das werden sie nicht. Ach, die bleiben übrig. Die bleiben. Ja. Das heißt, wir müssen doch irgendwann eine Flotte rüberschicken. Hier haben wir erstmal ein einzelnes Rankenschiff. Das ist angekommen jetzt in CRL 2688. Wir umranken das System jetzt. Jetzt stellt sich die Frage, wollen wir da eine Flotte hinschicken oder warten wir erstmal ab? Ich denke, wir warten ab, ne? Wir warten ab. Wahrscheinlich werden sie sowieso irgendwann von dort abziehen und hoffentlich sind sie zu blöd, nach Naos zu fliegen. Und dann werden sie sowieso kaputt gemacht. Na, du dabei bist, wir können hier deine Anomalie erforschen. Da picken wir uns mal die hier raus. Wir wollen sowieso alle holen. Und sehen. Oh, wie schön. Ist das eine Karte, eine Ereigniskarte oder was ist das? Das ist eine Kampftaktik, die wir gegen zum Beispiel, wir benutzen ja da die Schildkröte. Wir könnten die Schildkröte tauschen gegen eine andere Kampftaktik, die uns besser gefällt. Ah. Das heißt, wenn wir darauf spekulieren, nicht den Kampf selber zu verbessern, sondern nach dem Kampf und schneller zu reparieren. Alles klar. Ja, dann könnten wir unerbittliches Recycling betreiben, wie es Leute sowieso gern tun. So, die bleiben alle hier an Ort und Stelle. Und eine Sache fehlt noch, da war was. Technologie. Wir hatten uns beim Aufzeichnungswechsel darüber auch schon mal unterhalten. Du hast ganz konkrete Pläne. Ja, also ich würde gerne mit der Absorption von Gammastrahlen anfangen. Das gefällt mir als Physiker sowieso schon mal sehr gut. Ich möchte auch gerne oben noch Adamantian bekommen, damit wir es überhaupt abbauen können. In der Krustentechnik. Genau, das bringt uns hier Antimaterie, dass wir die abbauen können. Da können wir Adamantian abbauen. Und die nächste Technologie, die ist dann schon eine für unsere Zwecke sehr spannende, die wir aber noch nicht einstellen können. Die findet sich hier unten, ich glaube. Ach, die schauen wir uns dann nachher an. Hier unten auf jeden Fall, da verbirgt sich etwas sehr, sehr Spannendes. Eine Runde weiter. Irgendwas vergessen, das da ausgeben. Können wir unter Umständen nochmal bei den Handelsgesellschaften nochmal einen Kauf durchführen. Sollen wir das machen? Du schreist ja, wie ich dich kenne. Ja, natürlich. Natürlich. Woher wusste ich das überhaupt jetzt? Der Erfahrungsbalken schießt in die Höhe, bald werden wir eine zweite Handelsgesellschaft bauen können. Und eine Runde weiter. Hast du den Button richtig erwischt? Ich glaube nicht. Anscheinend nicht. Jetzt wird schon eine ganze Menge berechnet vom Programm und wir sehen beispielsweise, dass du gerade das Achievement weit verzweigt bekommen hast. Ja, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das auch sehen. Ich befürchte ja, dass die Steam-Achievements jetzt auch angezeigt werden mit diesem Aufnahmeprogramm. Wäre aber nicht ganz so schlimm. Jedenfalls, hier beginnt eine Schlacht in Naos. Die wollen wir uns gleich mal als erstes anschauen. Die ist genau hier. Und der Kampf entbrennt zwischen drei Shuttles von dieser Minderheitenfraktion. Grausame Piraten. Und die sind fit im... tendenziell eher auf mittlerer Strecke sind die am besten im Schnitt. Und unsere wissen wir ja, die sind im Kurzkampf immer die besten. Mittel geht's auch. Mittel oder Kurz können wir auswählen. Das heißt, wir sollten im Kurzkampf bleiben. Ich würde sowieso die Schildkröte benutzen, weil sie alle nichts Besseres zu tun haben, als sich mit Raketen und normalen Gatling Guns oder ähnlichem vollzustopfen. Da tuckern wieder die Pötte hier durchs All. Witzig, das sieht aus wie eine Gore-Tex-Oberfläche.
auf diesen Schiffchen? Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, es sieht aus wie ein altes Space Shuttle in flacher. Guck mal, du hast unten sogar die schwarze Teflon-Keramik-Oberfläche. Also die schwarze Keramik-Oberfläche. Teflon ist es nicht. Obenrum hast du wiederum die weiße Oberfläche, wie es wie früher auch bei den Shuttles da war, nur irgendwie ein bisschen mehr. Ja, mit Watte gepanzert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Da explodieren bereits die ersten Schiffchen. Und dieser Sieg war leicht und schnell errungen. So sieht er aus. Alle anderen Mause tot. Unserem Heldenschiff geht's nicht ganz so gut, aber immerhin geht's noch. Und raus. Prima. Wieder die Frage, die ich immer wieder werfe, können wir hier ein Schiffchen reparieren? Und du sagst immer wieder, nee. Geht erst dann, wenn das innerhalb unserer eigenen Kulturgrenzen ist, ne? Du könntest einfach mal das Schiff tatsächlich auch anklicken, weil den zweiten Schritt hast du nicht gemacht. Da geht es ja doch. Das würde ich machen. So ein Held verlieren wäre bitter. Du kannst den Held nicht verlieren auf diese Art und Weise. Aber er wäre erstmal futt. Er wäre aber nicht mehr vor Ort und müsste sich irgendwo erholen. Doch, wäre immer noch. Oh. Die Helden funktionieren so, dass sie immer wieder erweckt werden, solange noch irgendwas an Flotte übrig ist. Das Problem ist nur, dann hatte dieses Schiff einen HP übrig und wird nach einem Schuss im nächsten Kampf wieder nutzlos sein. Das kannst du sagen, aber dass dein Schiff Held dann abgezogen werden würde und keine Flottenboni mehr geben würde, das ist falsch. Okay. Ich klicke mal auf Geld raushauen, weil ich möchte, dass es unseren Helden gut geht. Der hat es auch verdient, mal abgesehen von kalter Spielmechanik und solchen Überlegungen. Ich finde, er hat es einfach verdient. Aber jetzt wird's spannend. Wir haben nämlich die Heimatwelt entdeckt. Trichinomi, den Heimatplaneten der Evordiani. Ich dachte, wir hätten den schon mal entdeckt. Nein, hier unten ist er. Das ist deren Hauptquartier quasi. Wir haben hier eine Sonde rübergeschickt. Dann wissen wir, in welche Richtung wir wurzeln müssen. In der Tat. Da sind unsere Opfer. Dann, das ist die Quest, die wir eben vorgelesen hatten. Die ist jetzt abgeschlossen. Wir haben uns steht jetzt das kalte Terraforming zur Verfügung, hatten wir eben schon bereits erklärt. Dann haben wir ein neues Event, rauchende Kanone. Wahlen stehen vor der Tür. Die Minderheitsparteien in unserer Regierung gewinnen zunehmend an Unterstützung. Und unsere Mitarbeiter melden dafür widersprüchliche Gründe. Es könnte an allen möglichen liegen. Es könnte auch daran liegen, dass hier ein Spionageproblem vorliegt. Eine Gruppe von Söldnern tritt an uns heran, Spione, die eigenen Angaben zufolge Ergebnisse erzielen können, ohne dabei erwischt zu werden. Die könnten wir anheuern, um eine Verschwörung aufzudecken und die Wahlen dadurch zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Spione anheuern, um die Kosten für Wahlfälschung zu reduzieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Volk Machenschaften von uns aufdeckt, schwindet. Das macht immer nur dann Sinn, wenn wir auch wirklich sowas so überhaupt vorhaben, Wahlfälschung zu betreiben, was wir nicht haben. Das ist wesentlich attraktiver. Mehr. Vor allem könnten wir es auch gar nicht, weil wir in einer Demokratie sind und das ist die einzige Regierungsform, wo wir keine Wahlfälschung betreiben können. Das ist dann doch eher unrealistisch geregelt. Warum wird uns dieses Event angeboten, wenn es zu uns überhaupt nicht passt? Wir könnten das jetzt hier annehmen, aber wir hätten nichts davon. Das ist ein bisschen irreführend, ne? Wir könnten es annehmen, dann die Regierungsform wechseln und dann Wahlbetrug betreiben. Es dauert ja 20 Runden. Also du hast 20 Runden Zeit, die Wahlen zu fälschen. Okay. Eine Preissteuerung auf dem Markt. Dann haben wir eine neue Bevölkerung in gleich drei Planeten. In Heka, noch mit Heka nahen, die wollen wir auch nicht woanders hinschicken. Die nächste Kolonie braucht noch eine ganze Weile. Wir könnten einen anfallen, vielleicht verschicken. Das ist möglich. Lass uns mal gucken, wohin, wenn. Das Problem ist ja, dass wir gerade nicht wissen, wo überhaupt noch was frei ist, oder?
wieder mal nach Yugao oder nach Taurus. Das können wir gerne machen. Wir schicken einmal hier hin. Wir haben das Problem ja auch noch in gleich zwei anderen. Nämlich wir haben das gleiche Problem auch in Zirkini. Hier ist allerdings in drei Runden eine Kolonie. Bei dem System vorher war es in vier Runden. Wir könnten so einen verlassen. Und dann sagen wir, machen erstmal den hier voll dann. Mir ist es gleich. Sollen wir einen verschicken? Nach Taurus? Oh, das waren gleich zwei. Falls du gerade was sagst, ich kann dich nicht hören. Hallo? Nosferatil ist weg! Nosferatil hat mich verlassen. Ich bin entsetzt. Andererseits bin ich auch befreit. Aus irgendeinem Grund ist unsere Verbindung zusammengebrochen. Das heißt, ich kann plötzlich machen, was ich will. Den größten Schabernack kann ich hier treiben. Oh, das werde ich gleich benutzen. Ich werde denn das sinnlos verbraten. Vielleicht kann ich ja sogar auf unserem Heimatsystem in Heka irgendwelche ganz tollen Denkmäler von mir errichten und die mit das beschleunigen. Das wäre eine Möglichkeit. Allen Krieg erklären. Nein, das nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Nein, ich werde das mal machen. Ich werde mal prüfen, ob ich in Heka nicht irgendwelche coolen Sachen machen kann. Denkmäler errichten, gibt es da eine Möglichkeit? Könnte ich putschen? Könnte ich den, mein Mitbaum hier, könnte ich den unter Umständen vom Thron entreißen? Wobei, ich weiß gar nicht genau. Ihr seht, mir geht echt das Temperament jetzt durch, ob mir das wirklich so viel nutzen würde. Denn seinen klugen Kopf würde ich schon gerne weiter nutzen. Oder könnte ich den Kopf vielleicht recyceln, ihn beseitigen und aus seinem Schädel... Ach, das sind jetzt ganz aus seiner Krone, seiner Wipfelkrone, die Intelligenz rausziehen und all die klugen Gedanken, viele Möglichkeiten. Liebe Zuschauer, postet mal bitte auf YouTube, wie soll ich diese unerwartete Gelegenheit nutzen? Soll ich alleine weiter regieren? Soll ich zu zweit? Was könnte man für Schabernack jetzt treiben? Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Postet mal auf YouTube.